Seid gegrüßt, ihr Abenteurer. Bleibt ein Weilchen unter zu, denn es geht weiter mit Let's Play Diablo 4. In der letzten Folge haben wir den ersten Akt des Spiels abgeschlossen, in dem Lilith von Radmars Leichnam einen Schlüssel zum Tor der Hölle bekommen hat. Sie hat ihn nun in ihrer Gewalt und kann deswegen wahrscheinlich jederzeit ein solches Tor öffnen, was natürlich eine gewaltige Dämoneninvasion nach sich ziehen wird. Aber ich glaube, dass Liliths Plan noch weiter geht als das. Also sie wird nicht nur einfach eine weitere Hölleninvasion losbrechen wollen. Sie hat einen, länger angelegten Plan, vermute ich mal, mit der Menschheit. Denn immerhin sind die Menschheit, oder ist die Menschheit ihre Kinder. Und zwar wirklich tatsächlich. Und da ist die Frage, wie sich das in Zukunft auch entwickeln wird. Denn wir haben ja auch gesehen, dass sie durchaus für unseresgleichen Gefühle hegt, also beziehungsweise Emotionen hat. Sie war zum Beispiel in der Cutscene, als die Radmars Leichnam gefunden hat, sehr, sehr traurig. Das kann man nicht anders sagen. Und da ist die Frage, wie steht Lilith eigentlich genau zur Menschheit? Sind wir für sie nur Schachfiguren in einem großen Plan? Oder sind wir ihr wirklich wichtig? Liegen wir ihr am Herzen? Und sie versucht einfach nur, Leute um sich zu scharen, um einen Gegenpol zu Inarius zu bilden. In dieser Aufnahme möchte ich mir gerne mal den ersten Stützpunkt anschauen, hier Malnok. Und die beiden Dungeons machen, die damit einhergehen. Ich habe keine Ahnung, wie diese Stützpunkte funktionieren. Ich weiß nur... Selbst für diese Gegend. Ich weiß nur, dass wir hier auf jeden Fall unterlevelt für sind. Erfrorene... Oh, Bogenschütze, der Knochenkrieger. Da muss man wenig vorsichtig sein. Wobei, der stirbt auf jeden Fall. Wieso bin ich ein... Okay. Wir haben hier tatsächlich einen Sturm und wir müssen herausfinden, woher er kommt. Das wird wahrscheinlich gar nicht mal so einfach. Ziehen wir den mal ein wenig hier durch. Und down dürfte er sein. Perfekt. Woher kommt dieser Sturm? Kommt der vielleicht auch von hier oben? Oh, oh. Khazra. Reichlich Khazra. Spiegelnder Fehler des Eisclans. Ah, der hat Mehrfachschuss. Das erklärt natürlich einiges. Den Schaman müssen wir auch so schnell es geht erledigen. So, das dürfte es gewesen sein. Und erledigt ist er. Man hat aber durchaus gemerkt, dass er Stufe 34 war. Okay, da kommen wir nicht rein. Okay, es ist alles noch versperrt, aber irgendwo muss doch der Sturm herkommen. Ah, look at that. Was haben wir denn da in der Mitte? Das sieht auch aus wie ein riesiger Khazra, der da steht. Ja, da müssen wir auf jeden Fall eine Lösung für finden. Gut. Welche unheiligen Energien fließen in diese Kreatur? Ich muss das Ritual beenden. Ja, tötet die Sturmbringer des Eisclans. Das sind also offenbar mehrere. Danke. Ein Andenken. Ein Andenken an bessere Zeiten. Als man noch normal zum Einkaufen gehen konnte, ohne von einer Khazra-Horde geraped zu werden. Dämonenherz hat das sogar gebracht, okay. So, wo sind die Sturmbringer? Die werden uns auf der Karte offenbar auch angezeigt durch einen Totenkopf. Gehen wir erstmal hier hoch. Ich habe kein Mana mehr. So, gut. Erledigt sie. In meiner Feuersbrunst. So, und hier haben wir den ersten Sturmrufer. Oder Sturmbringer. Ja. Wie, der ist immun. Müssen wir erst hier was erledigen? Wahrscheinlich. Kaltaxt-Ritualwächter. Send help. Kälte verzaubert, eisiger Wind. Okay, da kommt einiges zusammen. Ich wollte gerade sagen, da haben wir jetzt ein Problem. Bäh.
Wie zur Hölle soll man den denn besiegen? What the fuck einfach nur? Und das ist nur einer von denen. Wahrscheinlich hat jeder von denen einen Wächter. Ich hau ab. Okay. Ich würde mal sagen, es sieht nicht besonders gut aus. Also scheinbar sind wir einfach nicht darauf ausgelegt, dieses Problem hier zu schaffen. Da ist Kaltax wieder und er ist, hat volles Leben. Ja, vielleicht sind diese Stützpunkte da einfach noch zu schwer für uns. Das Problem ist, dass sie halt auch mitleveln. Und so habe ich da gerade halt null Chance gehabt. Also wir werden jetzt erstmal wieder zurückgehen hier. Anders geht es nicht. Und dann brauchen wir einen Händler oder so. Da oben. So, jetzt haben wir immerhin wieder Heiltränke. So, probieren wir es nochmal. Also ich probiere es jetzt einfach, wie gesagt, ein weiteres Mal. Vielleicht muss ich da irgendwie anders an die Sache rangehen. Da ist Kaltaxt auch schon wieder. So, das Ding schießt hoffentlich. Ja, er schießt auf irgendwen. Perfekt, okay, das hat geklappt. So, und jetzt müsste theoretisch... Ha! Ah! Gut. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Puh, okay. Es war doch nicht so schlimm wie befürchtet. Ich habe schon gedacht, dass wir hier überhaupt kein Land sehen können, so wie wir aktuell sind. Aber es geht offenbar doch. Ganz einfach ist es natürlich trotzdem nicht. Also, so ein Stützpunkt, der ist schon was Anspruchsvolles. Aber das ist ja was Gutes. Genauso wollten wir es ja auch. Ne? Wir haben ja nach Herausforderungen geschrien und hier bekommen sie. Bekommen wir sie also. Keine Beschwerde an der Stelle. So. Das war einer von drei Sturmbringern, die wir erledigen müssen, um hier in Malnok offenbar gegen den Endboss hier in der Nähe, in der Mitte kämpfen zu können. Ich habe kaum noch mal. Ja, das hat aber schon mal ganz gut geklappt, würde ich mal sagen. Obwohl die Stufe 34 sind, konnten wir hier auf jeden Fall unseren Mann stehen. Gut, und ein Heiltrank für mich. Whoop. Das war die falsche Taste. Immer diese Fernkämpfer, die sich irgendwo verschanzen und dann plötzlich auftauchen. So, wir müssen hier nach oben. Marodeur des Eisclans, die müssen auf jeden Fall mal weg hier. Die will ich nicht haben. Irgendwer schießt da ganz blöd. Irgendwelche Stacheln habe ich da gerade gesehen. Okay, erledigt. So, wie geht's weiter? Ein weiterer Schamane, der ist aber auch tot. So. Welchen Wächter haben wir hier? Falls wir überhaupt einen haben. Aber wahrscheinlich werden wir einen haben. Das wäre merkwürdig, wenn nicht.
Fehler. Erledigt. Erledigt, erledigt. So, wo ist denn jetzt der Wächter? Sturmbringer des Eisclans. Ach, den können wir einfach so angreifen. Nee, können wir nicht. Winterspeer. Autsch. Ich habe kein Mana. Ich bin noch nicht bereit. Help! Ich komme nicht raus! Okay, ich bin down. Ja, nun, was soll ich sagen? Das kam unerwartet. Sehr unerwartet und chancenlos. Probieren wir es nochmal. Ich war aber auch irgendwie in der Ecke gefangen und konnte nichts mehr machen. Das müssen wir schnellstens ändern. Weg, du musst weg, sagte ich. Erledigt. Wo haben wir denn Winterspeer? Wo ist der? Da. Ah, komm schon. Yes! Okay, Winterspeer ist tot, das ist gut. Ich bin noch nicht bereit. Mir fehlt das nötige Mana. Und erledigt. So, und jetzt müssten wir doch eigentlich den Sturmbringer als nächstes erledigen können. Da ist er nämlich. Down. Dünnes Eis, ganz dünnes Eis. Aber gut, dass man es wenigstens kaputt machen kann. Auch wenn es einen Haufen Leben hat. Ey, hör auf mich anzugreifen. Ganz dünnes Eis, sage ich dazu nur. So. Okay, dann fehlt jetzt nur noch einer. Okay, wir können hier runter. Nice, Slut. Das sind viele Skelette auf einmal, die hier auftauchen. Hört auf damit. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Nein. Gut. Eigentlich würde ich jetzt am liebsten abwarten, bis meine Abklingzeit der ultimativen Fähigkeit abklingt. Da haben wir den Sturmbringer. Der aber gleich auch wieder einen Leibwächter bekommen wird. Erledigt. Vielleicht können wir die ganzen kleinen Ads erstmal erledigen. Das war auch wieder die falsche Taste. Das ist schon mal gut. So, wie sieht's aus? Wer kommt da oben? Raunarbe, Teleporter und Blocker. Stopp! Teleport finde ich immer voll scheiße. Yeah.
Autsch. Oh nein. Ich bin noch nicht bereit. Oh nein. Nein, nein, nein. So, wir haben ihn. Das war aber wirklich knapp jetzt. Ich war kurz davor zu sterben. Okay, der ist auch weg. So, dann haben wir dich als nächstes. Nö! Nö! Perfekt! Und ein Fertigkeitspunkt. Der Sturm ist vorüber, kehrt ins Zentrum von Malnok zurück. Und wir können uns schon vorstellen, was passieren wird. Wir werden gegen dieses Riesenvieh kämpfen müssen. Aber, da wir ein Level-Up erfahren haben, haben wir auch wieder volle Heiltränke, was wir in diesem Fall auch bräuchten. So, können wir jetzt, genau, jetzt können wir hier zentrale passive Fertigkeiten erzeugen. Erzeugen wichtige Synergien durch einzigartige Interaktion. Verbrennen. Eure Verbrennungseffekte verursachen 2% mehr Schaden für jede einzigartige Quelle, aus der ihr den Gegner verbrannt habt. Wenn der Gegner aus 3 oder mehr Quellen verbrennt, verdoppelt sich dieser Bonus. Esus Wildheit. Wir können nur eins davon erlernen, offenbar. Euer kritischer Trefferschaden mit Feuer erhöht sich gegen Gegner mit mehr als 50% Leben um 25%. Eure kritische Trefferchance mit Feuer erhöht sich gegen Gegner mit weniger als 50% Leben um 5%. Wenn ihr einen Gegner mit einem kritischen Treffer tötet, werden 3 Sekunden lang beide Boni gegen alle Gegner gewährt. Wie viele Verbrennungseffekte habe ich denn? Wie viele? Das verbrennt Gegner. Und Gegner verbrennt. Verbrennt Gegner. Ja, ganz ehrlich, dann nehmen wir vielleicht das hier. Er scheint mir dann nicht so schlecht zu sein. Nehmen wir das erstmal so. Und gehen wir ins Zentrum von Malnok zurück. Nein. Okay, wir müssen jetzt also immer ein bisschen darauf achten, dass wir verschiedene Verbrennungseffekte auf die Gegner halten. Am besten 3 oder mehr. So, was haben wir denn hier in der Mitte? Ihren Anführer, Frosthorn, Champion des Eisclans. Ich bin noch nicht bereit. Aua. So, jetzt müssen wir mal den machen. Hälfte. Oh, der legt aber los, du. Der legt aber richtig los. Ich versuche mich auch gerade ein bisschen danach zu richten, wie viele verschiedene Verbrennungseffekte ich habe.
So, jetzt machen wir wieder den, jetzt machen wir einen Feuerball. Jetzt haben wir die Hydra, die auch noch läuft. Dann haben wir den. Den Hydra müssen wir wieder. Okay, ich habe das Gefühl, es läuft ganz gut. Wieso ist der leichter als die anderen? Obwohl das hier ja der Chef ist. Also in meinem Laden bin ich der Endboss, ne? Deswegen kann ich das gerade auch nicht verstehen. Ja, er ist besiegt. Und damit ist Malnok wahrscheinlich wieder befreit. Aktiviert den Schrein des Wanderers, um Mahok zu erobern. Das meint wahrscheinlich einfach Malnok. Wo ist der Schrein des Wanderers? Ist der hier vorne? Schrein des Wanderers. Interagieren. Und Malnok ist befreit. 100 Ansehen. Und schaut euch das mal an. Wir haben direkt Leute hier. Nice. Das heißt, das, was wir tun, hat tatsächlich auch Auswirkungen. Sileni, Andon. Ja. Malnok ist zurückerobert. Nice. Sehr, sehr nice. Was haben wir hier? Kritischer Treffer. Kritische Trefferchance. Glückstrefferchance, Abklingzeiten, Schaden für Fertigkeiten des Typs Basis. Nee, aber den finde ich nicer. Was haben wir hier? Wenn ihr verletzt seid, regeneriert euer Trank zusätzlich 10% Ressourcen. 2 Ränge für Feuerwand. Okay, das ist mega. Wir können ja mal eben hier... wir können ja mal eben vergleichen. Wieso geht das nicht? Wieso vergleicht der nicht? So. Ich meine, der erhöht natürlich maximales Leben, geschickt Rang. Ja, ich glaube, der ist, den finde ich, glaube ich, besser. So. Oh. Widerstand gegen Feuer. Wobei wir ja gelernt haben, dass es gar nicht mal so gut ist. Aber wir haben viel mehr Rüstung. Und Rüstung ist auch nicht zu unterschätzen. Ich tue mich noch ein bisschen schwer damit, was in Diablo wirklich gute Gegenstände sind, beziehungsweise gute Beschreibungen von Gegenständen, gute Eigenschaften von Gegenständen. So. Bei dir können wir doch sicher auch mal ein bisschen, also die gewöhnlichen Sachen würde ich jetzt erstmal, die magischen Sachen würde ich erstmal weghauen. Bei den anderen Sachen müssten wir eigentlich nochmal gucken. Die müssten wir für das Aussehen einmal entzaubern. Was ist mit dir, Angehöriger der Miliz? Das geht mir gut. Der See ist zugefroren. Okay. Was ich schade finde, ist, dass wir hier keinen Schnellreisepunkt haben in Malnok. Hätte man eigentlich mal machen können, ne? Naja. Wir reisen jetzt einmal kurz nach Kyovashad zurück und dann fangen wir nämlich mit dem ersten... Fangen wir mit dem ersten Dungeon in Kyovashad, in Malnok an. Würde ich sehr gerne machen. Okay. Da haben wir noch den drin. Und hier haben wir die drin. Die, warte mal. Die machen wir auch wieder in die anderen Gegenstände rein. Wir müssen sie nur entsockeln. Entsockeln kostet dabei, glaube ich, ja nichts, oder? Ich habe viele schöne Stücke. Sockeln, Schmuck aufwerten, nein, entsockeln. So, jetzt entsockeln wir einmal dich und einmal dich. Was brauchte man nochmal zum Sockel hinzufügen? Zerstreutes Prisma, und das haben wir aktuell nicht. Ledierter Smaragd. Okay, du kommst hier rein. Und du kommst hier rein. Und die anderen würde ich eben gerne ins Inventar schmeißen. Und unsere Truhe. Dann sparen wir uns da etwas Inventarplatz. Also euch hier rein. Ich kann mir das wirklich nur so erklären, dass wir 5 für die nächste Stufe brauchen. Oder
dass wir noch nicht weit genug die Geschichte gespielt haben. Vielleicht ist es auch gecapped durch irgendetwas, was in der Geschichte passiert. Das kann durchaus auch sein. So. Fangen wir mit den Dungeons an. Ein Dungeon ist hier oben. Ich finde das richtig cool, dass unsere... Ja. Unsere... Handlungen Einfluss auf die Umgebung des Spiels haben. In dem Fall, dass wir einen Stützpunkt befreien und dann hier Leute auftauchen. Noch cooler wäre es, wenn wir dann so eine Art Quests noch hier bekommen könnten. Rauhnarbenhöhle. Klingt sehr, als würden wir hier einige Kassra treffen. Aber mal schauen. Die Fehlersenke. Zerstört dreimal Opferfleisch. Klingt irgendwie komisch. Leider Gottes klingt das genauso, wie Till Lindemann Frauen nennen würde. Ich war irgendwann mal Rammstein-Fan. Ich weiß nicht, irgendwie jetzt nicht mehr. Alle Jäger aufgepasst. Kehrt um, wenn euch euer Leben lieb ist. Eine neue Bestie nistet in diesen Höhlen. Sie hat eine menschliche Gestalt, mit Fell und gewaltigen Hörnern. Solltet ihr eine zu Gesicht bekommen, nähert euch nicht, reizt sie nicht, greift sie nicht an. Kehrt um und geht so leise wie möglich. Wenn euch diese Bestien erst entdecken und jagen, gibt es keine Rettung mehr. Die Leichen hier sprechen für sich. Das Licht sei mit euch. Du machst dir ja gar keine Vorstellung, was ich schon für Viecher bekämpft habe. Da kann das, was hier kommt, das bisschen, das kann ja wohl kaum noch den Ausschlag geben. Das ist genauso wie vermutet. Alleine vom Namen her hat man es sich schon denken können. Das ist eine Kassra-Höhle. Oder zumindest sehr viele Bestien und Co. Hier oben haben wir jetzt schon einmal Opferfleisch. Zumindest wird das hier auf der Karte angezeigt. Da müssen wir einmal weg. Autsch. Alter, was machen die Bären denn bitte, Finch? Okay. Ich bin noch nicht bereit. Schon wieder kein Mann. Okay, das ist echt gewaltig, was die Bären reinhauen. Und auch nicht nur die Bären, sondern die anderen auch. Gefühlt machen die mehr Schaden als den... als den Boss, den wir gerade hatten. Aber ich muss sagen, dass die Bossmechaniken hier in Diablo 4, die gefallen mir an sich wirklich ganz gut. Also man ist sehr viel in Bewegung. Man muss es sein, weil man sonst echt ein Problem hat. Nicht gut. Das ist gar nicht gut. Da fängt das Lagging schon wieder an. Der ist einfach im Sprung verreckt. Oh, einer der traurigsten Tode. Traurigste Anime-Tode Platz 3. Ja, das sieht in der Tat genau aus wie etwas, das Till Lindemann bauen würde. Wie heißt der? Habuheb Duplikon? Okay. Bist du ein ägyptischer Pharao oder? Habnutep Nabnopnab. Warum ist das... Ich bin noch nicht bereit. Rein.
Das war knapp. Aber Wahnsinn. Da sind das auf einmal zwei Elite-Mobs und die hauen so rein. Jetzt müssen wir mal gucken, haben wir irgendwas Gutes gekriegt? Oha! Der ist richtig gut, auch wenn wir Eissplitter nicht haben, aber hey. Intelligenz, Rang für Teleportation, Widerstand gegen Schatten 22. Intelligenz halt, ne? Schaden über Zeit. Schaden für Fertigkeiten des Typs Kern und Basis. Und ein leerer Sockel. Blizzard machen wir eh nicht. Dann würde ich fast sagen, ist dieser Dolch besser. Zumal ich hier noch was reinmachen kann an Sockeln. Komisch, dass man das irgendwie sagen muss, aber so, was hatten wir denn hier noch? Kostenreduktion, Beschwörung, Schaden über Zeit des Typs Feuer. Schaden für Fertigkeiten des Typs Pyromanie. Wo ist denn der Unterschied zwischen Pyromanie und Feuer? Wobei Schaden über Zeit. Schwierig, schwierig, schwierig. Pyromanie gilt ja für alle unsere Feuerfertigkeiten, während Schaden über Zeit von Fähigkeiten des Typs Feuer ja nur für die gilt, die verbrennen zum Beispiel. Ja, das ist dann schon gut. Mache ich gerade viel mehr Schaden als vorher, oder? Kommt mir das nur so vor? Ah. The lag is back. Ich habe kein Mana. Oh, diese Seelenlanze, die nervt schon ein bisschen. Überlebt den Angriff, schlachtet genug Gegner ab. Alles klar. So, der ist tot. Spinnen. Okay. Hier passiert gerade schon wieder gar nichts. Also das Spiel stürzt gerade offenbar komplett ab und ich bin tot. Ja.